Willkommen zurück bei Capes. Erinnert ihr euch noch, als wir einst Mindfire dazu bekommen haben und ihn, ja, blöderweise von seiner Mama entfernt haben? Heute wird er sie besuchen gehen und ich glaube, das könnte schief gehen. Wir schauen mal rein. Really should pay Mama visit. Going somewhere? I was just... You should cut ties, you know. For your safety, for theirs. Were you just listening? Listening in on my calls with my own mother? Funny, coming from a guy who reads minds. Best to assume I'm always listening, kid. Adarv, my boy. I've seen you on the news. Everybody has seen you. You're famous now, Atarv. Infamous, even? Uncles! It's great to see you both. And yes, Mum, I know what you're thinking. We are being careful. You always did know my concerns. I just want my boy to be safe. Nothing is safe about the work the boy is doing. It's dangerous to oppose the people he opposes. That is why we all celebrate your successes, boy. But trouble can follow people who stick out their necks. You know what I mean? Indeed. Nobody wants trouble. Not here. I know the questions on your mind, Uncle. Did I travel safely? Does anyone know I'm here? Is my mother safe? Are you? Of course I'm not worried about myself. But we can't be too careful. For your mother's sake. And your sister's. Enough talk. The important thing is dinner. When was the last time you had a decent meal, my son? Speaking of dinners, your sister expects you back next week for Raksha Bandhan, you know? I wouldn't miss it. Da hat Mindfire seine Familie besucht und klar, die machen sich Sorgen. Glücklicherweise wurde seine Familie nicht observiert. Aber in der nächsten Mission, da geht es wieder rund. Da treffen wir dann auch wieder auf den Konzern. Es geht um Freund oder Feind. Familien des zivilen Widerstands werden als Geiseln genommen. Hoffentlich nicht die Mutter von Mindfire. Wir gehen mal rein. Hello? Is anyone there? What? I mean, yes. I wasn't watching cartoons on the crime computer. Facet? That you? Yeah. Yes, citizen. How can I help you? I need your help again. Wait. Aren't you that guy who works for the company? Yeah, but we're not all bad. Some of us are trying to change it from the inside. Uh-huh. How's that working for you? Well, that's why I'm calling. We had some traction for a while. Slowing development, scrubbing permanent records. Then Primax found our secret chit-chat messages. I really should know better, but the interface is just so user-friendly. Anyway, she didn't take kindly to our internal rebellion, but she also didn't want to lose a few decades worth of experience from her development team, so she's keeping our loved ones in a secret facility. Any more misbehavior from us, and they'll suffer. I managed to pull a location from the company's network, but I don't have what it takes to get everyone free. You took a big risk to bring this to us. We'll make sure it was worth it. One last thing. Yeah? Don't worry about watching cartoons. I won't mention it to anybody. Your secret's safe with me. Wir nehmen wieder die empfohlenen Helden mit. Das ist einerseits Mercurial, Rebound, Facet und Mindfire. Auf geht's! Get us out of here. He's crazy! Help! Jeez, this looks more like a massacre than a hostage negotiation. Please, save us! Before he comes back! That's why we're here. Sit tight and we'll get you out. Please, just make him stop! Who did all this? What is the real plan here anyway? Oh, don't jump ahead. But I swear, my hands are clean. I didn't touch any of these people.
It's Wildstar. Don't listen to his lies. We need to stop this now. This is our chance, while he's all alone. Alone? Why, you're never alone when you're surrounded by loved ones. Of course, these aren't my loved ones. What the hell are you talking about? We've got you outnumbered, you psycho! Let these people go! I thought you'd never ask. Be careful! We don't want to get them hurt in the crossfire. Aw, oh, don't be like that. Especially as these hostages won't extend the same courtesy to you. Oh my god! These capes just killed all these people! Kill them! Before they get us! Just a little product test. I'll be very keen to hear your feedback as they rip you to shreds. Wait, they think we killed these people. Wildstar is manipulating them. Maybe there's a way to knock them out of their psychosis. Wildstar, einer der großen Bösewichte, ist nun auf dem Schlachtfeld gegen uns. Und nicht nur er, sondern auch Zivilisten, die von ihm hier gesteuert werden. Und wir haben keine Chance, die auszuschalten, denn tatsächlich wird uns hier angezeigt, keine Zivilisten sollen K.O. gehen. Damit sind sicherlich einerseits die genannt, die hier, ja, hier rumstehen und ein gutes Opfer darstellen, aber sicherlich auch jene, die hier kontrolliert werden. Das ist ganz schön gruselig und schaut euch das mal an, das ist umso gruseliger. Hier ist ja wirklich ein Massaker geschehen. Wow. Oh mein Gott. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, uns hier um Wildstar zu kümmern, schnellstmöglich, damit die Kontrolle über die Zivilisten aufhört. Wir sollen ihn entwaffnen. Ah, okay. Das heißt, wir können die Zivilisten einfach entwaffnen und dann hören sie auf uns loszugehen, oder was? Das macht Sinn. Beeinflusst. Nächster Zug zieht auf den nächsten Helden und greift diesen an. Kann entwaffnet werden. Ja, wir können die Zivilisten entwaffnen und dadurch hört seine Beeinflussung auf. Und das sollen wir auch machen. Entwaffne Wildstars Täuschung und entwaffne die Zivilisten. Kein Hate, K.O. Alles klar. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Mercurial. Willst du hier schon mal eine Mauer ziehen, dass wir die Gegner hier links aussperren? Gar nicht so verkehrt, oder? Jetzt weiß ich auch, warum Weatherwain jetzt nicht so interessant wäre, weil der natürlich auch dann die Zivilisten mit erwischen würde. Alles klar. Hier wollen wir natürlich auf den Mann mit der Pistole gehen. Und ihn entwaffnen. Mercurial verzieht sich dann in einen Bereich, wo sie nicht angegriffen werden kann. Jedenfalls von den meisten nicht. Facet. Du kommst mal nach vorne. Und du machst hier hinten mal dicht. Und gibst dir selbst die Kristallrüstung. Versuchst mal hier so ein bisschen zu tanken. Mindfire. Hat keine Reichweite. Geht hier hinter Facet. Damit er relativ sicher ist. Könnte ich hier den Zivilisten schon mal entwaffnen? Das sollen wir auch machen. Was going on? Ah, that worked. A bit of a jolt can break Wildstar's influence. A momentary lapse. I won't be stopped so easily. Sehr schön, und dann können wir ihm auch schon mal eine reinhauen. So. Weil mit dieser Mauer haben wir jetzt die Möglichkeit, uns jetzt auch wirklich auf ihn zu konzentrieren. Weil wir hier 1, 2, 3, 4 Leute
vorerst ausschließen können aus dem Kampf. Ich glaube, das ist ganz gut. Sie rennt weg. Sehr schön. Der will uns angreifen. Der rennt weg. Und der rennt weg. Der will uns angreifen. Der auch. Ich meine, die Zivilisten werden nicht viel Schaden machen, das ist nicht ganz so schrecklich, aber wir wollen sie natürlich nicht in der Schlachtlinie haben. Have a little head spin. You can't hide forever. Don't be so sure. Why don't you play amongst yourselves, kids? Alles klar, Facet hat irgendwas abbekommen, er ist benommen. Die nächste Attacke repositioniert Wildstone, hat ansonsten keine Wirkung. Ah, okay. Rebound. Kannst du Wildstone entwaffnen? Eins, zwei, drei. Schattenwelle und dann in den Rücken. A little stabby for you, a little power for me. Okay, sehr gut. Da haben wir ihn zumindest entwaffnet. Aber Rebound braucht gleich, und das ist ganz wichtig, das Splitterschild. Mercurial. Dann waffnest ihn schon mal. Und dann gehst du zu diesem Kollegen und haust ihm einfach mal eine rein. Ja, also richtig wegbewegen kannst du dich jetzt nicht mehr. Nicht schlimm. Splitterschild für Rebound. Ja, ich glaube, die ist am ehesten hier gefährdet. Und die Mauer hier unten weiterziehen. Oder nach oben hin weiterziehen. Oder vielleicht erstmal auf die Mauer verzichten. Und zum Beispiel provozieren. Hey, what the hell just happened? I thought he was there and then gotta keep your eyes on the prize, Capes. Das ist gar nicht schlimm, dass er hier ist. Das ist kein Problem, dass der sich jetzt hier eingesperrt hat. Wir können uns sogar so da reinstellen, dass er nur auf uns gehen kann. Machen wir aber nicht ganz, denn dann könnte zum Beispiel Rebound nicht mit ihrer Attacke rein. Aber er kommt so hier hin, dass er jetzt nicht abhauen kann, ohne einen Passierschlag abzubekommen. Mindfire. Kann tatsächlich mal richtig aggressiv auf ihn raufgehen. Sehr schön. Alles nur halb so schlimm, das kriegen wir hin. Mindfire. Versuch mal nochmal auf ihn raufzuschlagen. Sehr gut. Da bekommt Facet jetzt einen drauf. Ah, ja. Er hat ja die Fähigkeit, dass er zurückschlägt. Das ist dann natürlich extrem blöd. Das ist dann natürlich extrem blöd.
bei den Zivilisten. Also es könnte sein, dass ein Zivilist down geht, weil wir es einfach nicht anders hinbekommen. Have a little head spin. I know where you are, Wildstar. This is too easy. So, Wildstar. Also, Rebound muss jetzt hier unterstützen. Rebound muss hier einmal so entwaffnen. Und dann so entwaffnen. Anders geht's gerade nicht. Da bekommt Mercurial einen ab. Das konnten wir leider jetzt nicht verhindern. Wir ziehen hier nochmal ein bisschen was lang. Dann gehen wir mal auf den Kollegen mal rauf. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Ich glaube, Rebound ist in besonderem Maße. Gefährdet. Wenn wir den wegmachen, dann ist es auch schon mal was wert. So, und dann gehen wir mal ein runter. Ne, wir gehen noch weiter runter, um Mindfire hier gleich zu beschützen. Das ist alles nicht so einfach. Mindfire, du musst einmal ihn entwaffnen. What have I done? Go on, get out of here. Den Kollegen töten. Der nächste Angriff wird ihn hier repositionieren. Deswegen ist jetzt die Frage, ob wir das machen wollen. Oder ob wir lieber hier den Kollegen hier unten nochmal entwaffnen wollen. Ich glaube, das ist besser. Alles klar. Alles nicht ganz so einfach hier. Viele unübersichtliche Dinge, viele Gegner, ein starker Endboss mit Wildstar. Aber cool, dass er sich hier die Zivilisten so einverleiben kann. Finde ich gar nicht so schlecht. Diese Wand hier links, die müssten wir gleich auch nochmal erneuern. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mehr lange hält. Sehr gut. Es werden weitere festgehalten. Rebound. Kann mit diesem Angriff
Schaden machen und entwaffnen. Deswegen machen wir das auch. Und entwaffnen die drei hintereinander. Sehr schön. Die Frage ist, wo wollen wir hin mit Rebound? Aber ich finde es gar nicht verkehrt, wenn sie da steht. Sie kann ja ein Splitterschild bekommen. Ja, da ist die Mauer zerstört. Eins, zwei, drei. Und die sollten wir in jedem Fall nochmal erneuern. Gehen wir jetzt auch in ihre Ultimate, auch wenn sie nicht in der Nähe von Mindfire ist. Einfach aus dem Grund, weil sie hier auch so schnell es geht wieder weg muss. Facet kann sie unterstützen, indem er hier mal ein paar Leute an Ort und Stelle hält. Schon mal ganz gut. Splitterschild auf Rebound. Und dann greifen wir hier mal an. I'm gonna need a little something extra. Sehr gut. Mindfire. Ja, nimmt jemand das Teamwork mit. Und bringt ihn in Phase 3. Come on, Heroes. Big finish. Have all of your precious hostages. Treat yourselves. Und es ist jetzt natürlich sehr unangenehm, dass er jetzt auf der anderen Seite ist. Wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten gerade. Okay. Ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Okay, viele Gegner, die sich hier bewegen. Viele davon aber nicht wirklich Gegner, sondern Zivilisten unter der Fuchtel von Wildstar. So, du wirst erstmal aus dem Leben genommen. Und du bewegst dich mal ein bisschen nach vorne, versuchst die Gegner hier unten abzuschneiden. Er hat ja auch ordentlich was abbekommen, die liebe Mercurial. Müssen wir echt schnellstmöglich unterstützen. Rebound. Du
kommt halt leider auch nicht so super schnell dahin, wie ich es mir vorstellen würde. Kann er zumindest die beiden schon mal entwaffnen. What have I done? Go on, get out of here. Geht auf Entschwinden. Bei sich selbst. Versucht ein bisschen weiter voranzukommen. Mercurial. Du kannst hier zwei entwaffnen. Und hier zwei entwaffnen. Du kriegst den tatsächlich entwaffnet. Bist dann hier aber relativ auf dich allein gestellt. Aber was wollen wir machen? Ach nee, und jetzt bist du sogar noch so geschädigt, dass der nächste Angriff auf ihn einfach nur wegteleportieren lässt. Ja, wir könnten den Kollegen hier zumindest schon mal entwaffnen. Mal gucken, wo wir dich am besten positionieren können. Facet ist als nächstes dran. Ja, komm mal schön hier irgendwie rein. Facet versucht, dich gleich zu schützen. So gut es geht halt. Mit dem Splitterschild. Und der will uns hier in die Täuschung reinbringen. Ist natürlich super blöd, aber da können wir gerade echt nichts gegen tun. Das Einzige, was wir versuchen könnten, ist hier in die Provokation reinzugehen. Und den ein oder anderen davon abzuhalten, auf Mercurial zu gehen. Also den könnten wir schon mal entwaffnen. Ja, gleich haben wir hier großes Problem. Ein sehr großes Problem. Mit diesem Angriff, der durchgeht, aber ich weiß auch nicht, wie wir das hätten verhindern können. Also den hier könnten wir tatsächlich schon mal ausschalten. Almost too easy. Almost. Und dann entwaffnen wir den. Wildstar's been messing with you. Get out of here. Und dann kannst du den nächsten entwaffnen. What have I done? Sehr schön. Get out of here. Okay. Schwierige Angelegenheit. Super viele Zivilisten, die hier unter Kontrolle sind. Aber jetzt kriegen wir Wildstar nicht entwaffnet. Das ist halt das Problem. Aber nicht schlimm. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Okay, okay, okay. Ganz viele Zivilistenbewegungen. Ich spule mal ein bisschen vor. Boah, das ist echt spannend.
Mercurial ist jetzt als nächstes dran. Schafft sie es, ihn zu entwaffnen? Nee, tatsächlich nicht. Kann aber trotzdem Sinn ergeben, das hier so zu machen. Aber dann hat sie selber kaum Schutz. Egal. Egal. Entwaffnen 2 bringt uns nichts. Diese Entwaffnen 2 bringt uns auch nichts, aber zumindest bekommen wir dann auch ein bisschen Fokus dazu. Und dann versuchst du dich hier mal so ein bisschen in Schutz zu bringen. Ob dir das gelingt, dort drüben, schwierig. Ein Versuch ist es wert. Alles klar, Rebound konnte sich wehren. Rebound tötet damit die Zivilisten nicht. Kann sie aber entwaffnen. Kann dann hier hinten hingehen und quasi auch ein Ziel darbieten statt Mercurial. Geht natürlich auch auf Entschwinden hier entsprechend. Mindfire geht K.O. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie überhaupt Schaden genommen hat. Warum hat er 2 Schaden? Okay, das ist jetzt in der Tat schwierig. Wir helfen dir natürlich hoch. Und wir geben dir ein Splitterschild. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Ach, verdammt. Viele, viele Gegner. Von allen Seiten. Das wird richtig spannend. Das wird richtig, richtig spannend noch. So viele Zivilisten. Wahnsinn. Ich frag mich auch, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn wir jede Phase oder in jeder Phase mehr Zeit investiert hätten. Wir hätten ja jetzt tatsächlich das so gehandhabt, dass wir so schnell wie möglich versucht haben, Wildstar runterzudrücken. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, Wildstar erstmal gewähren zu lassen und uns erstmal um seine Schergen zu kümmern. Ah, da ist man hinterher natürlich immer schlauer. Jetzt ist er da hinten. Das ist aber für Mercurial gar nicht so schlecht. Weiter. Ah, jetzt hat er sie angegriffen. Jetzt mit... Oh, das ist so blöd. Jetzt wäre es so schön, mit Rebound hier rüber zu gehen. Zack. Und dann so zu ihnen zu entwaffnen und alles wäre super. Können wir aber nicht. Weil, wenn Mercurial stirbt, haben wir verloren.
Das heißt, wir müssen sie erst retten. Schade. Schade, schade, schade. Mindfire. Ja, was machen wir mit dir, Mindfire? Dann der ist als nächstes dran. Wäre es ja ganz gut, wenn der sterben würde. You picked the wrong time to mess with me. So. Der ist gleich dran. Der ist gleich dran. Die könnten wir zusammen mit Facet provozieren. Macht das gleich mehr Sinn, den hier drüben auszuschalten. So. Leider nicht komplett gereicht. Come on, guys. Make it hard for me. Facet. Ich soll gern mal die Kollegen hier gegen sich aufbringen. Kann aber leider nicht alle nehmen. Ah, die beiden davor, die sollten ja schon ein bisschen was bringen. Und dann werden wir dich entwaffnen. Alles klar. Boah, das ist richtig, richtig schwierig hier. Schaffen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Ich fand unsere Vorgehensweise eigentlich ganz gut, aber retrospektiv wäre es vielleicht wirklich besser gewesen, wenn wir ihn länger in einer Phase gehalten hätten und uns erstmal darum kümmern, dass wir die Zivilisten rausnehmen und die Schergen von Wildstar. Ich kann mir vorstellen, dass das dann unterm Strich wirklich die bessere Variante gewesen wäre. Können hier leider auch nur zwei Entwaffnungen rausholen. Schade. Den Kollegen kriegen wir nicht komplett entwaffnet. Leider, leider, leider. I'm gaining power. Okay, Wildstar ist jetzt dran. Und sorgt jetzt dafür, dass er sich wieder wegteleportiert, wenn wir ihn angreifen. Der ist echt, echt schwer. Rebound. Ja, dein Problem ist jetzt, kannst zumindest ihn entwaffnen damit. Aber der bewegt sich weg. Aber hey. Jetzt kannst du angreifen, Rebound. Jetzt kannst du angreifen, Rebound. Halt nicht stark. Aber hey, zumindest ein bisschen. So, ihr müsst euch gleich aufhelfen gegenseitig. Weiter.
Oh nein, Facet ist auch down. Ich glaube, damit war's das. Ich glaube, wir kriegen es nicht mehr hin. Denn selbst wenn wir Wildstar da oben noch hinbekommen sollten, seine Schergen kriegen wir nicht mehr weg danach. Ich glaube, das war's tatsächlich. Eieieiei. Wir geben jetzt natürlich noch bis zum bitteren Ende unser Bestes, aber ich glaube, das war's tatsächlich. Oder wir sagen, wir töten ihn innerhalb der 2 Runden. Nee, aber dann kriegen wir, wie gesagt, seine Schergen ja auch nicht weg. Ich glaube... das ist für uns jetzt nicht mehr möglich. I'm up, but I don't think I can take much more. Alles klar. Du hebst ihn auf. Oh, we're not done here. We need you. So, Wehenskraft kannst du nutzen. Können wir denen zumindest entwaffnen und Verwundbarkeit geben. Reicht aber auch nicht. Das hier ist leider Gottes verloren. Wahnsinn. Was für eine schwere Mission. Ich glaube, Weatherwane würde hier extremst helfen. Aber dann würden die Zivilisten auch K.O. gehen. Dann würden auch die Zivilisten K.O. gehen. Das ist ja echt gefährlich. Ja. Wir werden neu starten, ist ja klar. Das ist ja klar. Wir werden uns jetzt nicht einfach damit zufrieden geben, sondern gehen neu rein. Ein neuer Versuch, meine Lieben. Ich glaube, ich fand den Anfang gar nicht so verkehrt. Trotzdem werden wir heute anders anfangen. Geh jetzt erstmal hier hin. Entwaffne ihn. Und dann bringen wir uns hier in Sicherheit. Facet geht schön weit nach vorne. Holt sich seine Rüstung. Und entwaffnet jetzt hier schon direkt. Könnte man überlegen. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Was going on? Ah, that worked. So, wir versuchen das hinzubekommen. So einfach ist er wirklich nicht zu stoppen, das ist richtig. Aber vielleicht kriegen wir es hier hin. Mindfire kommt dahinter. Entwaffnet den Zivilisten. Go on, get out of here. Ja, und da er sonst keinen treffen kann, könnte er tatsächlich schon mal den ersten Schuss auf Wildstar geben. Warum denn auch nicht? Weiter. So, wichtig, so wenig Schaden wie möglich kassieren und uns jetzt erstmal um den kleinen Kram kümmern. Wir haben uns eben sehr um Wildstar gekümmert. Jetzt versuchen wir es genau andersrum. Uns um den Kleinkram zu kümmern, bevor wir uns um Wildstar kümmern. Und wenn er dann in die neue Phase kommt, weitere Zivilisten dazukommen.
can do when you can't hit me. Dann können wir das immer noch versuchen. Auf eine andere Art und Weise. Rebound bekommt jetzt leider ordentlich was ab. Ist leider nicht zu verhindern. Boah. Das ist ja schon fast die Frage wert, ob man nochmal neu startet. Wenn sie jetzt hier direkt down geht. Ich meine, wir können sie auch sofort wieder aufheben. Get up. This fight is not finished. Trotzdem tut das natürlich schon weh, wenn Rebound jetzt so früh down geht. Wir geben ihr schon mal ein Splitterschild. Mein Pfeil kann ihn und ihn entwaffnen. Und du kannst ihn entwaffnen. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Das bedeutet, Mindfire, entwaffne mal ihn. Sehr gut. Dann kann der uns noch kein Leid antun jetzt. Entwaffne mal ihn. Sehr gut. Und dann können wir Whites dann nochmal Schaden zufügen. Ganz entspannt, ohne umzingelt zu werden. Gucken wir uns das mal an. Sehr gut. Und wenn jetzt nämlich die Zivilisten hier abhauen, dann können die nämlich auch nicht neu von ihm kontrolliert werden. This is too easy. This is gonna be good. They won't know what's hit them. Rebound. Sollte sich hier um die Entwaffnung kümmern. No snatching. Get your own. Sehr gut. I know what'll stop them. Der bewaffnet sich wieder. Ich glaube, da macht es Sinn, ihn wieder zu entwaffnen. They won't even see me coming. Und ihn vielleicht auch. Wer bekommt das Splitterschild? Ich würde sagen, Rebound. Und der wird entwaffnet. Zack. Jeder, der entwaffnet ist, ist eine Sorge weniger für uns. Deswegen entwaffnen wir auch ihn. Sehr gut. Und den Kollegen da hinten. Den kriegen wir sogar getötet. Sehr schön. Langsam in
entspannt, sicher vorgehen. Have a little head spin. Stop playing mind games, Wildstar. Oh, but it's so. Alles nur halb so weh, das kriegen wir hin. Get ready, kids. Rebound. Das ist halt wirklich die ganze Zeit dafür da, ihn zu entwaffnen. Wird aber hier erstmal den Kollegen entwaffnen. Und dann hier die Schattenwelle machen. Mercurial wird ihn gleich zu Ende entwaffnen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. I'm gonna need a little something extra. Dann kommen wir auch in die nächste Phase zwangsläufig. Kein Problem. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den Overdrive mit dem Teamwork mit. Dann schlagen wir ihm mal ein bisschen das Leben aus seinen Knochen. Jetzt haben wir natürlich auch wieder weitere Schergen. Okay, wir haben jetzt hier weitere Zivilisten. Wir haben hier weitere Schergen. Das ist schon ziemlich viel, was da auf uns zukommt. Wildstar ist gleich als nächstes dran. Dann natürlich alle anderen. Wen sollten wir schützen? Ich glaube Mindfire. Den kriegen wir halt leider nicht getötet. Aber wenn wir den da hinten provozieren, kann der nicht auf Rebound gehen. Wir gehen so, dass der uns nicht erreicht. Mindfire. Du wirst gleich eine wichtige Aufgabe haben. Du wirst einerseits ihn hier entwaffnen. Andererseits hier schon mal Schaden zufügen. Sehr gut. Du solltest ihn in den Abgrund schicken. In the city any longer. Und dem könnten wir auch nochmal so einen richtigen Schlag versetzen, dass der nicht nah an uns rankommt. Und jetzt für uns dahin.
Sehr gut, Facet bekommt seine Ulti. Sehr schön. Und die Zivilisten werden wieder indoktriniert. Rebound. Um das Ganze stoppen zu können, brauchen wir dich hier. Du kannst ihn einfach extrem gut entwaffnen. So, der darf nämlich nicht sie angreifen, der wird ja provoziert. Das haben wir gut gemacht. Facet. Splitterschild auf Rebound. Einmal das Wichtigste. Dich dann in den Weg stellen. Mal alle an Ort und Stelle binden. What the hell just happened? I thought he was there and then... Gotta keep your eyes on the prize, Capes. So, dass die uns erstmal nicht angreifen können. Und dann sollten wir ihn wieder provozieren. Sehr schön. Mindfire. Könnt ihr jetzt schon ordentlich Schaden machen? An dem einen oder anderen. Und warum denn auch nicht? Warum den nicht den ein oder anderen ein bisschen Leid zu fügen? Wir fügen uns auch so viel Leid zu. Ich glaube, da haben wir uns das durchaus verdient. Mercurial ist vor den beiden noch dran. Heißt, du kannst stehen bleiben an Ort und Stelle. Sehr gut. Da sind die Zivilisten. Hier unten kommen sie natürlich auch, die Zivilisten. Und die sollten wir im besten Fall auch wieder auf die Spur bringen, bevor wir in seine nächste Phase reinkommen. Dass die abhauen können. Damit wir dann nämlich nicht ganz so ein chaotisches Finale haben in diesem Bossfight. Ich finde es cool, dass man hier so strategisch vorgehen muss. Das ist echt schön gemacht. Okay, also, wir gehen hier erstmal zu dem Kollegen, entwaffnen den, zu dem Kollegen, töten ihn. Alles klar. Angriff auf Rebound. Dann will er wieder seine Special-Attacke machen. Und Rebound sagt sich, du kannst es gern versuchen. Aber ohne mich. Sehr schön. Facet gibt Rebound ein Splitterschild. Und geht dann hier hin, um durchaus auch ein Ziel zu sein, aber auch schon mal um den ersten zu entwaffnen. Wichtig, dass ihr abhaut. Weiter. Mindfire. Du könntest den schon mal besiegen. Almost too easy.
Ist Mercurial vor ihm nochmal dran? Ja. Ja, dann entwaffne doch lieber. Vielleicht ja den hier. Weil der schnell raus kann. Sehr schön. Und weiter geht es. Nächster Zivilist ist draußen. Alles klar. Mercurial. Also für dich ist natürlich super wichtig. Dass wir den Kollegen hier rausbekommen. Und ansonsten könntest du hier schon mal jemand entwaffnen, dann wirst du aber selber einiges einstecken. Ah, no risk, no fun. Und damit müssen wir dann wieder an Mindfire ran. Gehen wir aber gleich hin. Er macht wieder Dinge. Also wenn wir jetzt in den Rücken gehen, kommen wir in die nächste Phase. Ich will gerne noch einmal in dieser Phase bleiben. Jedenfalls eine Runde noch. Dann machen wir das von vorne. Weiter. Geben ihr ein Splitterschild. Und waffnen dich. What have I done? Go on, get out of here! So, und dann gehen wir hier schön rein. Mindfire. Muss hier unten gleich mal helfen bei der Entwaffnung. Das heißt, den entwaffnen wir einmal gemeinschaftlich. Sehr schön. Und den entwaffnen wir einmal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Der geht auf Facet. Sehr gut. Alles im grünen Bereich solange. Ja, die Zivilisten kommen langsam raus. Wichtig für uns. Wir gehen jetzt hier erstmal in den Overdrive. Entwaffnen ihn. Entwaffnen ihn. Und dann gehen wir schon mal hier hin. Sind nochmal dran. Und waffnen ihn. Naja, alles klar, alles klar. Und dann entwaffnen wir ihn, ne? Alles klar. Und dann gehen wir wieder schön zum Schutz von Mindfire in seine Nähe. Hier wird Rebound wieder angeschlagen und Rebound wird jetzt die nächste Runde einläuten. Anders geht's leider nicht. Come on, Heroes. Big finish.
Und da kommt jetzt das Big Finish. Er kommt auf die andere Seite und das ist jetzt natürlich ganz, ganz schwierig. Weil wir irgendwie an ihn rankommen müssen und ihn entwaffnen müssen. Und da ist das Spiel abgestürzt. Das gibt es doch nicht. Entwarnung, ich hab's retten können. Alles gut, wir sind wieder da. Wir müssen jetzt auf die andere Seite und Wildstar irgendwie entwaffnen. Das ist natürlich ein riesiges Problem jetzt. Klar. Weiß auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Mit Rebound funktioniert das leider nicht. Deswegen entwaffnen wir schon mal die zwei Zivilisten hier. Vielleicht kriegt das Material hin. Sie ist gerade auch die einzige Chance, die wir haben, ehrlich gesagt. Und da hatten wir echt Glück, meine Lieben. Da hatten wir echt Glück. Jetzt sind wir so weit, dass wir keine weitere Phase haben. Also jetzt könnten wir ihn wirklich versuchen zu killen. Dann haben wir natürlich immer noch seine Schergen, aber brauchen dann nicht mehr die Zivilisten entwaffnen. Haben dann immer noch seine Schergen, um die wir uns dann am Ende kümmern müssen. Wir gehen mal hier ein Stückchen weiter. Versuchen hier so viele wie nur möglich einzufrieren. Und da will ich natürlich den Kollegen, den wir nicht einfrieren konnten, auf uns konzentrieren lassen. Rebound steht hier. Mindfire hier. So richtig gefährlich ist es gerade für beide nicht. Dann bekommt Rebound das Splitterschild. Mindfire sollte ihn hier töten. Weil der eine Pistole hat. Da macht das schon Sinn, wenn wir den jetzt ausgeschaltet bekommen. Sehr schön. Und dann können wir hier hinten noch eine Verwundbarkeit draufbringen. So, ganz viele Zivilisten, die jetzt rausrennen können. Das ist super. Es läuft schon viel besser als in der ersten Runde. Ja. Und wir versuchen ihm weiterhin ganz stumpf Schaden zuzufügen. Der wird uns jetzt angreifen. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich gehe mir dahin, dass die nicht an uns rankommen, aber sonst passt das für uns. Alles gut. Alles gut soweit. Wildstar freut sich. Und jetzt muss Rebound ran. Das ist jetzt so wichtig, dass Rebound wieder rankommt. Das scheint aber zu klappen. Zack. Und Entwaffnung. Das war elementar gerade. Elementar. Sehr schön. So, viele Zivilistenbewegungen. Facet hat auch nicht mehr so super viel Leben. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Und da ist er auch schon. Mit
Facet würde ich jetzt ganz gerne. Das nächste Splitterschild auf Rebound wirken. Dann gehen wir hier nach vorne. Und dich provoziere ich mal auf mich. Dann kann Mindfire eventuell hier ein bisschen, ein kleines bisschen aushelfen. Zumindest ein ganz kleines bisschen. So, schön. Dreier Schaden. So, Mercurial, du bist jetzt nochmal dran. Wenn du ihn angreifst, dann ist er weg. Deswegen greifen wir lieber seinen Schergen an. Und kesseln ihn weiterhin hier ein. Sehr gut. Alles gut soweit. Wenn Wildstyle tot ist, dann sind sicherlich auch die Zivilisten befreit. Sicherlich. Oh, Facet ist bald down. Thanks, Mercurial. Wir entwaffnen ihn noch einmal. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass das notwendig ist. Not sure I really want to stand here. Alles klar. Sehr viel Bewegung. Weiterhin. Facet in Gefahr. Rebound bekommt auch eine rein. Jetzt müssen wir Wildstar aber schnellstmöglich ausschalten. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Erstmal bekommt Rebound nochmal ein Splitterschild. Und dann töten wir den. Dann rennen wir hier hoch. Mindfire rennt hier hin. Könnte er von hier angreifen? Nein, leider nicht. Aber er kann ihn schwächen. Und den kann er entwaffnen. Alles gut. Alles gut. Komm, dann gehst du wieder dahin. Kannst du zwar von dem angegriffen werden, aber nicht von dem Typen hier unten. Jetzt machen wir mehr Schaden. Aber nein, dürfen wir nicht machen. Dann teleportiert er sich weg. Wir haben ihn gerade so gut eingezingelt.
Was machen wir? Verzögern machen wir. Sehr gut. You can't hide forever. Don't be so sure. Sehr gut. Jetzt können wir uns auf Abwege begeben. In den Overdrive gehen. Catch me if you can. Und den schon mal aus dem Leben raushauen. Und Rebound tötet ihn. Sehr schön. Stay down, Wildstar. Well, kids, it's been fun, but I've got places to be. Don't you move a muscle, scumbag. Now, release these people from your trance. Fine. What's going on? What? What was that? Do we take him back to the base? To Doctrine? You know he'll kill him. Oh, Paul and I go way back. Pretty please, let me see my dear old friend Doctrine. We can't just let him walk. After everything he's done? Can't turn him in. Can't set him free. Maybe there's someone else who can take him off our hands. What do you mean? Cruxus and the Fed still won't set foot in the city. Ha! Cruxus. There's someone else who's been keeping tabs on us. If you can hear me, you've got about 2 minutes before the old man gets here. So you'd better move fast. Who is? Seraph? I remember reading about her. This is a dangerous game you're playing. I could say the same to you. Oh-ho! A visit from King City's very own guardian angel. Oh, I'm in trouble now. It's no small feat to get the better of Wildstar. Well done. But perhaps I could take him off your hands. Didn't this guy kill a bunch of your friends during the showdown? How do we know you won't return the favor? Oh, those were the days. It was wonderful. Glorious. And, yeah, aren't you supposed to be dead too? If it were in my nature to seek retribution, I'd have done so by now. But I walk a higher path. Mine is a mission of peace, not vengeance. Leave him with me. Looks like you're my problem now, Wildstar. Oh. I'm everyone's problem, Seraph. Take care, Capes. And remember your purpose. What the hell was that? You let him get away! Well, what would you have done? Killed him! Ended his influence in this city. That's the entire goddamn point of what we're doing. Saving people is the point. Killing people isn't. Wake up! Look the hell around you! Look at what Wildstar is capable of. When that freak comes back, and he sure as hell will, you're to blame for any bodies he leaves in his wake. Calm down, boss. We're all on the same side here. That was Seraph. Weren't you teammates together? A lot's happened between then and now, kid. A lot of shit that she could have done something about but didn't. Whatever we were once, we're not now. You hear me? Now get off our goddamn line! Nice to hear from you too, Paul. Just like old times. You know where to find me if you want to talk. I miss you too, baby. I wish I could be there with you. Definitely not the right time for that, Carlos. But maybe soon? It's a date! I'll bring dinner. There's no way they're feeding you properly in that place. Oh, you don't want to know how bad it is. I don't think Doc's ever seen a vegetable. What the hell is this? Are you using the Lodge's comms channel to make personal calls? You took my phone! Unfucking believable!
I'll have to call you back, babe. Mission erfolgreich und fast hätten wir alles auf einmal bekommen. Das wären 16 Punkte mehr, 16 Skillpunkte mehr, wenn uns nicht Rebound war es, glaube ich, am Anfang K.O. gegangen wäre. Dann hätten wir es alles bekommen. Wahnsinn. Also fast perfekt gemacht. 10 Erfahrungspunkte für alle unsere Helden. Das bedeutet, dass auch 3 unserer Helden Stufe 4 erreichen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann bekommen wir hier natürlich noch ein paar Abschlüsse von persönlichen Herausforderungen. Die Skillpunkte steigen bis ins Unermessliche. They caught him. Alpha, are you listening to me? They have Wildstar. That puts them one step away from us. Don't be ridiculous. You think because they have him they can get to us? Half of what we do here is insulate our work from the consequences of his actions. Oh, so this is all going according to plan, is it? Just the two of us? Wildstar imprisoned or killed by that fool Doctrine? You knew Wildstar was always just a pawn. His usefulness ended after the showdown. He's more than served his purpose. Besides, he was never truly one of us. We'd have had to dispose of him eventually. Eventually being the key word. Oh, if my influencer were online, I'd have the city tear itself apart just to unearth those punk kids. Well, let's not do anything rash. The plan remains in place. If we get the opportunity to free Wildstar, we'll take it. If not, well, small loss. Damit kommen wir in die nächste Mission, bei denen wir erstmal auf Patrouille gehen können. Und dann geht es auch mit der Kampagne weiter. Und ihr seht auch, es wird immer schwerer. Wir haben hier 2 Missionen, bei denen auch bestimmte Helden vorgegeben sind. Und wir sollen sogar weitere Helden rekrutieren, um dann hier in der Hauptstory weiterzukommen. Nächstes Mal schauen wir uns nochmal die Bios an und die Skillpunkte, wie wir sie am besten verteilen können. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal.